Genossenschaft ein Treibhaus donnerndes Splint! 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 Splint ab, lautet der Schlachtruf der Speedcarver, die am 19. und 20. Oktober 2024 das Finale der deutschen Speedcarving-Meisterschaft auf dem Campingplatz am Grünewalder Lauch austrugen. Bürgermeister Mirko Buhr und Campingplatzinhaber Jens Boge eröffneten mit dem Schwenken der Rennfahne die Meisterschaft. Zuvor bedankte sich Mirko Buhr bei Jens Boge und seinem Team für das Engagement, dieses Event in die Kunstkurstadt zu holen. 17 Teilnehmer, darunter der Vize-Weltmeister Oliver Lessmann aus Lauchhammer, segten in 4 Wertungsläufen um den Titel. Speedcarving, auch als Formel 1 der Kettensägenkünstler bezeichnet, ist eine einzigartige Mischung aus künstlerischer Gestaltung und sportlichem Wettkampf. Innerhalb einer festgesetzten Zeit muss der Künstler eine Skulptur nach selbstgewählten Motiven erschaffen. Dafür nutzt er Kettensägen verschiedenster Größe und Ausstattung, spezielle Fräswerkzeuge und Schleifmittel. Die in diesen Wettbewerben geschaffenen Skulpturen werden direkt nach den Durchgängen an die Besucher versteigert. Die Bewertung setzt sich aus einer Jurywertung und dem Versteigerungserlös zusammen. Oliver Lessmann konnte seinen Heimvorteil leider nicht nutzen. Am Ende belegte er den 7. Platz. Deutscher Meister wurde zum wiederholten Mal Falk Germann aus Markersbach.